Halt Leute. Ich bin gerade schlafen gegangen. Skyrim. Dann wache ich hier auf. Was sei das denn? Das ist unser Kollege. Hä? Ich bin eben nur in unser neuen Haus gegangen und dann schlafen gegangen. Jetzt sind wir hier. Okay. Dann ist es um die. Ist auch mal was Schönes. Dann wecken wir die mal auf. Ist sehr cool, wenn man so aufwacht. Go! Azura, bewahren! Ihr kämpft alle mit. Habt ihr verstanden? Ich hab euch befreit. Auf, wer stirbt! Ihr kämpft! So. Braucht ihr etwas? Was ist passiert? Das ist einfach furchtbar. Furchtbar. Den kennen wir. Verdammt soll er sein. Er übertreibt völlig. Was, Meister? Was hat er? Dieser Mistkerl hat mir gesagt, dass ich sein Haus reparieren soll. Wenn ich es nicht tue, wird er einen neuen Mykologen suchen. Seit Jahrzehnten habe ich ihm treu gedient. 3 Pfahlwurzeln, die von den Quellgewässern von Harstrad durchnässt sind. Ich bin eine alte Frau. Ich schaffe das nicht. Wenn ihr Pfahlwurzeln besorgen, von den Quellgewässern durch... Das ist ein ganz besonderer Ort für Zweigling. Irgendetwas im Wasser. Es könnten sich dort welche aufhalten. Also seid... Was glaubt ihr denn? Ihr müsst sie aus einem Zweigling herausschneiden. Manchmal erhält man sie auch bei einem Alchemisten. Lass mal, ja. Okay, dann suchen wir mal so ein Ort. Ach, hier. Hier ist. Hier. Der schnellste Weg ist von. Von hier. Kommt mal hier hin, dann töten wir ein paar, die auch stark sind, aber naja. Für ihn, für die tun wir es ja gerne. Also es war nur, ich habe auch von neu angefangen, also vom Haus da, dass wir nicht von mit nochmal mit die da kämpfen müssen. Deshalb. Ja, so muss man, und wenn wir es nochmal mit die finden, dann ja, machen wir einfach friedlich, dass der uns dann hilft, ey. Geht's auch. So, eigentlich findet man die nur in der Wüste. Was habe ich dir jetzt noch nicht gefunden? Wow! Das wäre fast runtergesprungen, ey. Okay, sieh ein. Sieht die auch dort? Den da, der dort da steht, der weit da hinten ist. Da, mit dem Netz. Nein, das darf nicht wahr sein. Da ist er.
So, dann rufen wir unser Schrei, Zeitverlangst nochmal rein. Hey! Eins. Hier kann man rein. Cool. Die Klinge sind widerliche Kreaturen. Sie rufen die gutmütigsten Wesen des Waldes herbei und zwingen ihnen ihren Willen auf. Na toll. Noch was hier? Ja. Da müssen wir natürlich rein. Wir können schwimmen. Wir kaufen, was wir laufen. Wir können einfach alles. Ja, wir sind auf Stufe 21. Von daher. Ja, 31 ist 21. Hm. Naja. Nächste Folge hat ein bisschen länger als die von vorhin. Was ist das denn hier? Hi. Na, wie geht's? Das letzte habe ich noch nicht die Typen gesehen. Hä? Aber den seht ihr jetzt, wa? Was? Das ist die. Krass aus. Weil hier ist einer Sturm. Was hier ist uns drin? Oh, okay. Sieh mir an. Oh, was ist hier noch so? Oberlauf. Was heißt denn Oberlauf? Hä? Naja, egal. Mal. Naja, brauchen wir nur noch ein Staub bei Rabenfels, können wir noch einkaufen. Eigentlich wollte ich ja Ding machen. Boah, kalt ist es hier. Okay. Rabenfels. Warte mal, haben wir eigentlich das Haus schon? Naja, gib mir erst. Machen wir aber erstmal hier hin. Na, nicht dort. Hier hin. Dann machen wir es mal. Ich bin Günther. Ihr wollt alles hören. Habt ihr verstanden? Hast du mich verstanden? Nö. Nee. No. Auf Wiedersehen. Naja, Spaß kann man auch mal haben. Ein bisschen Spaß muss sein, aber du kannst nur in der Sonne sein. Ein bisschen Spaß muss sein. Günther, warum hast du mich umgebracht? Naja, ich hab Langeweile. Die Lade, oh, das dauert immer sowas von lange. Geht doch.
Wenn es 13 Uhr spielt, dann gehen wir jetzt mal was verkaufen und... Ich weiß nicht, wer euch geht. Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert. Scheiße! Ich habe reichlich Tränke und Zutaten, die sollte ich einmal die Macht besuchen. Eure Taten waren ein wahrer Segen für uns, Sir. Ja, cool. Tja, womit kann ich die? Seht es euch an. Hast du was? Wenn ihr Vorräte braucht, wisst ihr, wo ich mich finde. Wo denn? So, mal aussehen, was hab ich so was? Ja, danke. So, ja, komm, noch was hier. Ihr wart ein guter Freund. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Ja. Meine Aussie, was verkaufen wir bei Ihnen erstmal? Wir verkaufen die schöne Waffe. Die verkaufen wir Ihnen. Das. Ist nackig, das darf nicht sein. Gut, Mordhelm. Und das ist was der Lücke. Wie sehen wir eigentlich aus, wenn wir dies? Ist der Rüstung. Ich repariere sie euch. Auch wenn man mit dir das macht. Komm ich mit. Wer sagt, dass das nicht kommt? Okay. Und das verdanke ich auch. Ihr seid auf dem richtigen Weg, seit ihr die Minen wieder geöffnet habt. Verdammt es euch nicht. Wir brauchen 6, also nochmal Stahl und Wechsel. Glover, werft einen Blick darauf. So, was hast denn Schönes? Hast du... Ja, das brauche ich. Bringt mir eure Waffen und Rüstung. Ich repariere sie euch. Zack, dann siehst du Nordrüstung. So. Besser nicht. Das nochmal. So, dann ziehen wir die an. Wo ist die denn jetzt? Ganz oben, oder? Ja, hier. Das. Und das ist hier. Schuhe haben wir. Gut, und los geht's. Dann gehen wir schnell noch im Haus rein, packen dort. Und weil da haben wir auch ein Labor und so. Jetzt haben wir dort auch noch was, was ich vergessen habe. Und dann können wir auch dort gleich ein paar Sachen wegpacken. Verzauberung, hier heißt Mist, glaube Gastzimmer, Schmiede, hier ist das Schlafzimmer, groß mit sehr vielen Puppen, dort oben war die Küche und wir müssten hier mal lang. Ja, wir haben es. Kurz mal, hier ist mein Mann, kurz
Naja. Okay. Dann packen wir jetzt erstmal Asa weg. So, wir packen das weg. Kleidung können wir das wegpacken. Das. Bei mir. Genau. Großen Balken. Das kann weg. Nehmen wir das. Das nehmen wir mit. Okay. Der Rad ist hier, wir schnell raus. Jamm. So, Büßer können wir hier hinpacken. Wo wart ihr, als die Drachen kamen? Vergesst immer, dass er hier ist. So, hier sind auch noch ein paar Bänke mit. So, hier war eine Axt, hier war das. Okay. So, jetzt gehen wir dann wieder mal zurück. Es ist so 6 Uhr. Ah ja. 17 Uhr, also 17 Minuten schon. Es kann fliegen! Wow! Warum alles? Hier müssen wir auch noch mal hin, dann müssen wir auch. Hier müssen wir noch hin und dann war es das eigentlich bis. Lass mich bis. Was bis. Okay. Gehen wir wieder dorthin. Da waren wir ja eben gerade, also vorhin. La la la. Dann gehen wir mal wieder rein. Ach, da! Ah, okay. Hier sollte man das machen. Ah, deswegen steht hier mal das. Zeitlinge sind widerliche Kreaturen. Sie rufen die gutmütigsten Wesen des Waldes herbei und zwingen ihnen ihren Willen auf. Ja, das finde ich voll kacke. Ja, dann gehen wir mal weiter. Was kacke ist, mein Akku ist bald alle. Ja, so, das schaffen wir noch. Wir müssen aber schon wieder hin, aber wollen wir vielleicht jetzt mal probieren, was wir reingehen. Guten Typ hier, wo ist er? Der ist dort, dann steht eigentlich auch schnell. Aber deshalb ist noch kein Bock zu ihm. Den Typ hinzugehen. Das so sieht nicht schwarzen Büsse aus. Kommt auch mal was raus. Also wir haben schon 3.
Ein vom Himmelsrad und zwei von dieser Insel. Und wir werden noch viele andere. Ich glaube, es gibt insgesamt 7 oder 8. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Und jeder hat eine gute Eigenschaft, die man gut nutzen kann. Sind schlimmer als das Ungeziefer, von dem die einen. Ja, okay. Ich weiß, wir haben hier ein paar alte Freunde sehen. Die mit T anfängt. Wenn ihr es wisst, wen ich meine, dann schreibt es in die Kommentare. Sind dort oben. Die warten da. So, das will ich. Haus, das macht es an. Zwei von uns an. Hallo, wer seid ihr denn? Und Leute, wisst ihr, wen ich meine? Und eine Packe gefunden. Jö. Los geht's. Ihr hättet nie mehr kommen sollen. Seht ihr die Videos, die ich meine? Günther, Klaus und Peter. Alter, es sind Hochelfen, die ja keinen Kopf mehr hat. Wisst ihr, wer es nun war? Es war die Talmor. Was machen die Talmor denn? Ja, okay. Ja, wir haben auch noch ein paar Sachen, die wir mitnehmen. Das war Jack. Der ist hoch, den mag ich nicht. Ja, ich weiß, kacke hier. So ist das Leben. Ach ja, ist doch ein bisschen kalt für die Hände. Wir haben ja Handschuhe hier. Ja, Handschuhe. Ich bin rein. Naja. Vielleicht ist es auch vorbei. Hallo. Hallo. Geld. Eins. Eislauf mit dem da? Nein. Boah, wir hatten hier alles ausgetrunken. Kann mich jemand hören? Ich werde hier gefangen gehalten. Bitte, ihr müsst mir helfen. Was ist da? Fremdling, ich erinnere mich an euch. Ihr habt doch die Skal von dem dunklen Zauber befreit. Nee. Dank seinem Allschöpfer, dass ihr gekommen seid. Diese verfluchten Elfen haben mich entführt. Seid ihr schwer verwundet? Braucht ihr Heilung? Nein, meine Wunden sind nicht schwer. Ich glaube nicht, dass die Elfen mich verletzen wollten. Vielleicht wollten sie mir Angst einjagen. Im schlimmsten Fall kann ich jetzt ein paar blaue Flecke vorzeigen. Okay, warum haben die Talmor euch entführt? Das Wort Talmor sagt mir nichts. Aber wenn ihr die Elfen meint, sie haben versucht, hinter die Geheimnisse des Stahlriemschmieds. Ihr Anführer, ein Elf namens Anker, verzaubert das Eis. Okay. Sie haben ein Schiff. Bitte lasst. Ich werde zum Dorf zurückkehren. Okay. Bringt mir bitte die Karte dorthin. Bring die Karte, okay. Wenn ihr nach Himmels kommen. Dann gehen wir schnell noch dorthin, töten die, bringen dann denen die Karte und dann. Schnipp, schnapp, schnipp, sind wir schon fertig. Nein, dann können wir vielleicht noch schnell noch. Vielleicht schaffen wir es noch und bringen noch die andere, die SB Bonus mit die Karte hin. Also wir müssen jetzt hier hin. Ich würde sagen, von hier fangen wir an. Bis kürzer. Wir haben schon ein bisschen Stahl
gegangen oder so, wie das heißt. Also, drei Stück müssten wir davon haben. Also, das reicht für ein Schwert. Oder sogar für einen Bogen. Aber das können wir erst machen, wenn wir Stufe 80 sind. Ja. Das ist Zerstörung. Das heißt, es ist Zerstörung. Das sieht man auch. Zerstörung hat so eine komische Hand, die aus Feuer besteht. Sieht so aus. Hat, ja, kann sein. Wo müssen wir lang? Da lang. Funktioniert ein Trick, wie man unendlich laufen kann mit so einer Fackel, aber es funktioniert nur manchmal. Und dort unten ist das Boot. Seht ihr da? Dorthin müssen wir. Das Problem ist, wie komme ich dort am besten hin, dass ich nicht sterbe. Verschwindet sofort. Ihr wisst also zu eure. Und jetzt gebt mir einen guten Grund, warum ich euch nicht einfach auf der Stelle töten soll. Ich gebe zu, dass wir nicht die erhofften Fortschritte machen. Vielleicht habt ihr recht. Dieses Unternehmen ist den Aufwand wohl nicht wert. In Ordnung. Ihr habt mich überzeugt. Wir werden die Insel in Kürze verlassen und unsere Waffen andernorts suchen. Wenn wir nicht so gut wären, dann hätten wir jetzt Ärger bekommen von die. Naja, die können mit uns oder so nicht kämpfen, das ist daher ein bisschen so gut dafür. Dann gucken wir mal kurz mal die Karte an. Wo ist die denn? Karte? Die Karte ist... Wo ist die Karte? Karte akzeptiert. Wenn wir das brauchen, dann können wir mal dorthin. Na, Menno! Zack! Das. Und das brauchen wir. Unser guten Freund. So, dann gehen wir wieder hier hin zur Insel. Hier ist der. Hierhin. Ich habe gesagt, dass diese Folge ein bisschen länger wird, aber sehr lang können wir auch nicht mehr machen, weil Akku ist so rot, also rot wie das Blut, das wir schon so oft gesehen haben. Ja, ich versuche noch, ich weiß nicht, wie lange das noch geht. Ich will euch noch unbedingt noch was zeigen. Los, kommt. Ich will unbedingt euch noch wenig zeigen, was wir jetzt noch, dass wir ihnen noch das geben und dass wir noch eine Belohnung bekommen. Das will ich euch noch zeigen.
Spur schießen darf. Ah, ne, er ist draußen. Was ist denn das, Alter? Was denn machen wir hier? Ne, wir haben auch nichts mal. Fell oder so. Doch, so, jetzt haben wir Fell. So. Jetzt haben wir jetzt das gemacht. So, jetzt können wir hier rein, hoffentlich. Na! Ah, Mano! Warten wir eben hier 3 Stunden, bis er draußen ist, ey. Beeilt euch bitte. Weil stehen irgendwie immer die komischen Lederdinger da. Da steht eins. Da steht eins. Dort steht eins. Da stand auch nicht eins, aber egal. Ist der draußen? Ach, hier. Hey. Ja. Schön, euch wiederzusehen. Ich weiß, dass ihr große Gefahren auf euch genommen habt, um mir diese Karte zu bringen. Es gibt keine Worte, die meine Dankbarkeit ausdrücken könnten. Ja, danke. Von nun an betrachten euch die Skal als ihren Freund. Ich werde euch das Geheimnis des Stahlriemenschmiedens anvertrauen. Wenn ihr mir Stahlriemen hierher zu meiner Schmiede bringt, kann ich euch etwas bis zu unserem nächsten treffen. Möge eure Jagd immer von Erfolg gekrönt sein. Nicht an. Komm. Komm, bitte, komm. Ich mag mir nicht einmal... Nun, zunächst braucht man natürlich Stahlriemen. Und dann muss man es verarbeiten. Sobald ich mit Können und ja, ich würde sagen, wenn ihr Ihren Teil schmieden könnt, dann wisst ihr alles Nötige und werft einen Blick darauf. Das kannst du verkaufen. Ja, der Waffner, das ist nicht, was ich brauche. Ich wollte Starwing Waffner. No. Hat der Kleidung? Tschüss. Mega, wenn der Kleidung davon hatte. Ich weiß nicht besser. Nee. Oh! Alter. Leute, als Geschenk würde ich sagen, wir nehmen es. Als Geschenk. Nimm das sehr gerne an. Dafür können wir ein paar Sachen weggeben. Wir können das weggeben. Das ist für uns ein kleines Geschenk. So, was auch, dass das wir ein bisschen... So. Wollen wir es auch mal eben ein bisschen geben. Das auch. So. Warte, hab ich noch ein bisschen? Okay. Ich habe von Leo gehört, wie ihr nach Baldur gesucht habt. Lass mich sagen, ich soll etwas Gefährliches genau für euch erledigen. Ganz genau. Für mich hat, ich kenne diese Ruinen mit zu einem Art. Ich gehe bald wieder dorthin. Sucht nicht bei den Ruinen auf. Ja, cool. Und jetzt erstmal nicht. So, jetzt haben wir eine geile Waffe. Hier. Ja, wir sind Freunde, aber wir können nichts machen, oder? Okay, das können wir auch nicht machen. Ich zeige euch nochmal, wie die Waffe jetzt aussieht. Die wir besitzen. Geiler Schild, ey. Ist auch so stark. Hier ist ein kleines Mädchen, die auch. Die Ältesten reden von großen Städten. Noch viel größer als unser Dorf. Mädchen, du bist da irgendwie weiß. Wie geht denn das denn nur? Du bist weiß? Warum bist du weiß? Mutter macht sich Sorgen, wenn ich zu weit vom Dorf das ist, ich hoffe, das ist Schnee, oder? Ein Drache könnte mich schnappen. Aber ich habe keine Angst. Sag mir, dass bitte Schnee ist, bitte. Oh, das ist doch... Ich hoffe, dass ich nee. Ich doch weiß, nee. Mein Sohn und ich sammeln Gegenstände, um sie mit... Ja, Pess. Mein Sohn ist... Hey. Das Blut der Wölfe fließt durch eure Adern, Freund der Skal. Wo? Jeden Winter rückt die Asche von den wütenden Bergen näher. Ihr wisst, dass ich ein Werwolf bin? Okay. Jetzt hab ich gerade Angst, aber... Naja, dann gehen wir. Was ist das denn? Achso. So, wir müssen hier hin. Vielen. So, dann ist die Folge auch bald vorbei.
versuche noch schnell noch das mit die klar zu machen. Das schwarze Buch. Das Akku hält bestimmt nicht mehr lange. Und in der nächsten Folge werden wir, wie soll ich sagen, wieder sehr viele Feinde sehen, also Roboter, viele und ein paar Banditen, ein neues schwarzes Buch vielleicht, ja, und ein schwarzes Buch, wenn es gut läuft. Jetzt ist mir eins noch zeigen, da gehen wir nach Hellen, also Thais. Hier ein Typ, das ist egal, und guckt sich das Bier an. Guckt euch das Vieh an. Das kann man nicht töten. Ja, so stark, ey. Boah, Alter. So, dann gehen wir schnell noch rein. Ist da was? Hier versucht, euch so zu machen. Was macht ihr hier? Solltet ihr Meister Nela nicht mehr verhindern? Hier, weil die soll den das wieder sauer heilen und wir machen dann gleich Schluss. Sie geben mir schnell das komische Ding. Dann haben wir heute zwei Missionen geschafft. Lass es mit. Verdammt soll er sein. Wirklich? Gut gemacht. Zwei behalte ich selbst. Nedot muss davon nicht wissen. Nehmt die letzte Pfahlwurzel und pflanzt sie in die Wand des verdorrten Hauses ein. Okay. Das hört sich ja lustig an. Wir sollen jetzt noch was machen. Naja, dann gehen wir schnell mal rein. Und dann reden wir schnell mit ihnen. Ich hoffe, das hält doch mein Akku noch durch. Außerdem benötige ich den Aschewurm. Meister Nela. Ja, ich weiß, dass das so ist. So. Pflanze, die. Okay. Gehen wir rein und machen es. Naja, es sieht auch ganz schön ekelhaft aus. Das sollte mal ein Baum sein und jetzt ist es ein Pilz. Ich glaube, es wird auch ein Pilz bleiben. Naja, dann die Folge ist auch gleich vorbei. In der nächsten Folge, ja, habe ich schon gesagt, was wir machen. Ja. Geht das? Verstehe ich. Jetzt werden wir wieder das hier sagen. Okay. Naja, das ist er. Es ist fast, als wäre Telmitrin verflucht. Die Aschenbrut greift an und meine Diener sind dauernd krank. Was? Naja, okay. Kommt als dann speisern wir mal. Und dann sehen wir uns am nächste Woche Montag. Weil das war's dann für diese Skyrim-Folge. Bis dann und bis zum nächsten Mal.